Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ich in den letzten zwei, drei Folgen keine Stimme hatte, weil ich mich vergessen hatte zu entmuten. Und ich muss jetzt mal wirklich sagen, es tut mir sehr leid, dass mir das passiert ist. Mir ist es echt nicht aufgefallen, erst nachdem die Folge hochgeladen war. Ich habe immer nur so ein bisschen durchgespult gehabt eben und habe es eben nicht gemerkt. Aber jetzt habt ihr ja wieder Stimme. Deswegen hoffe ich, es war es nicht so schlimm. Wir müssen jetzt hier einen Wetbugs-Standort erreichen, ne? Und ja, E3 war ja am. Also ich nehme das Ganze jetzt am 11.06. auf. Also ich produziere schon förmlich, also wirklich sehr viel vor. Weil ich einfach echt Bock habe, da jetzt das Game zu zocken und sowas. Aber es ist halt so, dass ich am 9. ja die E3 geguckt habe und da gab es eben die Hardline-Beta. Kam ganz spontan, die haben wir auch schon aufgenommen. Habt ihr schon lange gesehen wahrscheinlich. Und ja, da wurde jetzt auch was Geiles angekündigt, irgendwann nach um 3. Und zwar GTA 5 und GTA 5 für PC. Der Trailer ist mega geil. Ich freue mich wirklich schon auf GTA 5. Wird auch Let's Play werden. Mal gucken, von wem. Vielleicht von mir, vielleicht von Philipp. Xenox weiß noch nicht so ganz, ob er sich das holen wird, weil er hat gesagt, ja, wenn es es früher gegeben hätte, dann hätte er sich auf jeden Fall gekauft. Ob er es jetzt noch holen will, weiß er nicht. Mal gucken. Aber ich hoffe, er holt es vielleicht noch. Und dann, oder ist er noch Zeit, dann kommt er erst im Herbst raus. Ja. Bin ich mal gespannt drauf, wie das Ganze dann da wird. Weil, ich meine, Watch Dogs ist geil, ne? Aber GTA 5 ist geiler. Gerade auch da, was der Online-Modus betrifft, ne? Muss man schon mal so sagen. Nun hat Bedbug den Ruf, den er immer schon haben wollte. Jetzt muss ich ihm Angst machen, damit er mir hilft. Eine kleine Erpressung sollte ihn doch überzeugen. Ich gebe, aber ich kann auch sehr gut nehmen. Okay, wir. Polizei. Wo war jetzt die Polizeiakte da? Die haben mich jetzt schon mal interessiert. Okay, wir haben eine neue Musik freigeschaltet. Na was? Bedrock hat sie bemerkt, oh Vater? Ich hoffe, jetzt hat man meinen Nasenputzen nicht gehört. Ich hatte mich bei Hardline nämlich mal Nase geputzt, dachte ich wäre gemutet, hat hochgeklappt und mutet sich eigentlich automatisch, aber. Logitech dachte, nee, machen wir nicht. Hört mal, hier kommt keiner durch. Ich bin unterwegs. Okay, jetzt noch fett hinterher niesen. Es ist mega warm, aber ich, Wo sind die Wichser? Hallo? Warum hast du aufgelegt? Was soll das? Mann, wer bist du? Einer, der mitspielt. Ich habe einen Job für dich. Aber der ist nicht für Tyrone. Der ist für Bedbug. Ich melde mich. Was soll das? Komm schon, Mann! Jemand ist hinter mir her. Pass auf! Alle sind tot! Du musst mich hier rausbringen! Du hast sie nicht alle, Mann. Hör dich mal an. Sie Gespenster. Nein, 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 wartet, wartet! Scheiße! Okay, dann schnell verfolgen. Boah, ich hatte gerade wirklich mega Husten. Ja, denn das ist perfekt. Und Irex Anteil? Nein, 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 lass das! Mach dir keine Sorgen um den, sorg dich um mich? Nein, und anscheinend wird trotzdem verbreitet. Was willst du? Dass du für mich Augen und Ohren bist, in Rossi Fremont. Nein, niemals, Mann. Irak bringt mich um. Was tut er, wenn ich ihm alles schicke, was ich habe? Willst du mehr sehen? Nein! Lösch den Scheiß, bitte! Wenn du schön mitspielst wie ein guter Junge, tu ich's. Ich melde mich. Okay, da, denke ich, ist er in einer schwierigen Situation, ne?
Anscheinend vertraut er keinen. Mission beendet. Da unten die XP halten. Ey Mann, wir treffen uns hinten. Dann erzähl ich's dir. Haben wir eigentlich. Hey, willst du dich mal gut fühlen? Vielleicht eine kleine Spende. Da was? Einen. Für einen können wir leider nichts freischalten. Nee. Wo ist denn unsere nächste Mission? Warte mal, was mich jetzt gerade mal interessiert ist. Schieb ab, Alter! Warum rufst du mich denn immer an, Mann? Wegen dir gehe ich noch drauf! Sag mir, wie man an ein Rack rankommt. Du kommst nicht nah an ihn ran, Mann. Vergiss es einfach, er geht nie raus. Willst du das nochmal überdenken? Warte. Die Option. Er wird bei Quinns Auktion sein. Was für eine Auktion? Privat. Nicht so eine normale Auktion, nur... für geladene Gäste. Dann besorg mir eine Einladung. Für wen hältst du mich? Okay. Ich melde mich. Sei bereit. Ich werde auch keinen verletzen. Wie ist es gelaufen? Hast du einen Weg in Iraqs Gebäude gefunden? Ja, Badbug ist an Bord und wartet auf meinen Anruf. Sprechen wir über die Zugangskarte, die Iraq trägt. Sie ist der einzige Weg in den Raum. Ist eine RFID-Karte. Wir können sie klonen, aber du musst sehr nah ran. Badbug sagt, Iraq fährt zu einer Auktion. Das ist die Chance. Die Auktion, ja. Erinnerst du dich an Iraqs Aktenkoffer? Schwer zu vergessen. Damit hat er ihm den Kopf zertrümmert. Genau. Er sagte, da drin sei die Gästeliste. Du darfst mir jetzt danken, weil ich den Koffer verfolgt habe. Lass mich nachsehen. Du hast gut mitgedacht. Wenn wir den Koffer bekommen, findest du mir einen Namen auf der Liste? Einen, den ich borgen kann? Genau, was ich dachte. Ich schick dir den Standort des Koffers. Ja, aber bevor wir da hingehen, würde ich gerne mal wissen, wie komme ich da hoch? Da ist eine Kamera. Waffenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Wie kommen wir denn da hoch? jetzt müssen wir mal gucken. Gibt es eine Möglichkeit nach hier hoch? Was sagt mir denn die Kamera irgendwann? Ja, nicht so richtig, ne? Da komme ich leider nicht hoch, ne? Oh. Aber wie komme ich hier hoch? Das ist die Frage. Ach so, doch, geht tatsächlich. Okay. Neue Sammelobjekte erhalten XP, Bezirk freigeschalten. Okay, wir haben einen neuen Bezirk freigeschalten, sehr schön.
Und wir haben noch 11 Türme vor uns, die wir dann noch machen müssen irgendwann. Alles machen wir einfach mal so nebenbei, ne? Weil die Nebenmission möchte ich auch halt gegen Ende dann machen. Und wir gehen jetzt erstmal hier zu der Kampagne hin. Oh Gott. So. Watch Dogs, muss ich echt sagen, haben wir jetzt eine Weile lang gespielt. Macht immer noch mega Spaß. Oh, wir haben hier ein Verbrechen. Machen wir das mal nebenbei noch. Verbrechen akzeptiere ich nicht. Was hat die hier? Musik gibt sie mir. Hier passiert bald ein Verbrechen. Ich muss den Kerl schnell finden. Aber er darf nicht misstrauisch werden. Okay. Teilzeithausmeister. Highschool abgebrochen. Okay. Du gibst dich mit Leuten ab, mit denen du dich nicht abgeben sollst. Stopp! Weißt du, ich knall dich nicht ab? Verbrecher neutralisiert. Das gefällt mir. Hat natürlich unser Ruf bei den Bürgern ein bisschen verbessert, wobei der immer noch sehr schlecht ist, ne? Weil wir auch mega viel Kopf. Alter. Wie viel haben wir denn jetzt bekommen? 2 haben wir bekommen. Wir können hier ein Energiefeld. Boah. Na. Trafos. Helis ist bestimmt ganz nice, wenn man das hat. Eine muss auch nicht sterben. Animal Hex, ja. Von den Dingern haben wir jetzt auch mal irgendwie genügend bald, ne? Brotgrube hieß es, oder? Brotkrumen. Ich kann mich sicher darauf verlassen, dass Damien querschießt. Er hat einen anderen Plan. Okay, ich brauche jetzt erstmal den Aktenkoffer. Folgen Sie der Auktionstasche und achten Sie auf Übergabe. Du trägst nicht nur einen Koffer voller Namen und Einladungen. Du trägst die Zukunft unseres Geschäfts. Hintergrundchecks, Indiskretion, Tendenz. Alles, was Quinn braucht, damit die Gäste loyal bleiben. Verstanden? Jetzt tu einfach so, als wäre das Ding voll von. Oh, warte mal. Ich bin die Laufe voll in die falsche Richtung. Verdammt. Tue ich. Er bewegt sich. Warte. Das glaube ich ja nicht. Was? Quinns Jungs machen.